So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest Wunderwelt. So, starten wir erstmal direkt durch mit meinem Super Secret Passwort. Ja, ich glaube, wieder das gute Initialisieren der Blöcke. %. Tja, ist natürlich das eine, ne? Also ich meine, wenn so ein Server sehr viele Blöcke hat und beim ersten Mal übertragen, also wenn du dich das erstmal anmeldest, sehr lange brauchst, wo die ganzen Medien übertragen musst, ist das eine. Aber wenn er jedes Mal lange braucht, weil das Initialisieren so lange dauert, dann ist das natürlich blöd. So. Besucher. Okay. Genau, wir waren hier. Ah, der hat sogar noch alle unsere Punkte gespeichert. Dann sind wir gestorben. Ah, gut, okay. Mehr Punkte gibt es auch gar nicht. Genau, wir waren dabei, hier diesen wunderschönen Tunnel zu betrachten, erkunden. Da braucht wohl jemand viel Baumwolle. Oh. Hier ist wieder was grün leuchtendes. Hoffentlich nicht wieder was radioaktives. Nö. Einfach nur witzige Steine. Ist natürlich schade, dass wir keine Lore haben. Wobei das schon ganz schön breite Gleise sind. Halleluja. Was sollen die Dinger für Räder haben? Please. Oh, da ist ein Boot. Wer will damit fahren? Sad home. Ja. Sieht. Ja, sieht nicht aus. Nicht so aus. Kann nur der Besitzer mitfahren. Schade. Na gut. Diese Partikeleffekte, ey. Holy shit. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir hin wollten. Weil wir hatten ja gestern diesen Ort, wo diese drei Spieler waren. Ich glaube, der war da, wo der Name ist. Aber da ist jetzt auch noch ein Name. Nicht, dass wir, weil die Brücke ja so oft einen Zickzack macht, jetzt doch in die falsche Richtung gehen. Oh. Aha. Guck mal, das gehört Jurid. Aber hier ist trotzdem kein Eingang zum Travelnet-Portal. Netzwerk. Oh, geht aber tief runter. Oh, aha. Bahn-Zero-Level. Oh! Die klauen uns doch mal. War der einfach drei Waggon? Ah, man kann jetzt. Oh mein Gott. Ihr wisst doch genau, was das bedeutet. Halt, ich muss hier aufklicken. Das Schöne ist natürlich, man kann damit auch mit solchen Loren sehr leicht eine Leckmaschine bauen. Wenn ich mir zum Beispiel hier ein paar nehme, also ich nehme nochmal so 100, ne, so. Oder 99, ne, doch 100, 100. Dann kann man die nämlich natürlich einfach hier alle gleichzeitig abfahren lassen. Ich stelle erstmal wieder auf Mattest um hier. So. Und wenn man hier natürlich haufenweise Loren immer wieder abfahren lässt. Ich wollte nicht mitfahren. Please stop it. Dann belastet das natürlich den Server, ne? Wenn er hier also 100 Wagen lang schickst, dann kann das schon sein, dass sie gar nicht angetrieben sind. Oh, hier ist da bloß ein paar Gleise, die angetrieben sind. Interessant. Gut, weil ich sehe gerade, Wagen nutzen bringt eh nur bedingt viel, weil man zu Fuß eh schneller ist.
Gut, dann würde ich aber erstmal, bevor wir hier unten auch lang fahren, will ich tatsächlich. Das Ding geht zu sich selber. Oh, und hier fehlt eine Treppe. Das ist ja Fusch beim Bau. Und draußen ist es dunkel. Hier fehlt auch wieder Treppen. Wer verbaut denn so ein Zeug? Ist ja schlimmer als der BER. Holy shit, boy. So, das heißt, dann nehmen wir hier. Let's go. Hui. Mal schauen, wo es das gleich hinführt. Jetzt sind wieder. Aha, Blöcke, die an gewissen Stellen vorkommen. Oh, Halloween Building, Gott, das ist ja gut jetzt. Ist schon lange vorbei und die gehen damit auf den Sack. Kann man hier Mails schreiben? Mail. Kennt er nicht. Oh, halt. Wo geht's denn hier lang? Ich schätze mal, da gibt's nur. Warum ist jetzt auf einmal da? War der nicht dahinter? Aber wie kannst du überleben, mein Freund? Du müsstest dort sein. Moment, weil wir gehen da jetzt quer. Jetzt bin ich verwirrt. Ach stimmt, genau. Wir kamen von da und haben hier einen Knick nach rechts gemacht. Nevermind, das stimmt. Das heißt, wir gehen jetzt quer. Ist das gut? Oder sollten wir lieber wieder den Weg lang gehen? Weil wir wollten ja in die Richtung. Nicht in die Richtung. Aber das Gleis. Würde schon gerne wissen, wo es hingeht. Auch hier hinten endet es schon mal. Ah, okay. Also man sieht, ein Gleisnetzwerk haben sie auch. Gibt es auch wieder kostenlose Waren. Mit sowas müssen Serverinhaber echt aufpassen, weil wie gesagt, es ist halt gefundenes Fressen für eine Leckmaschine. Alles, was du machen musst, ist Gleis nehmen, im Kreis bauen. Am besten mit so einem, also 1, 2, 3, 4 Gleise und dann hier 2. Hast du quasi so einen Kreis mit so einer Einfahrt. Da kannst du dir immer einen Wagen draufstellen, linksklick, dass er losfährt, Wagen hinstellen, nächstklick, dass er losfährt, rechtsklick, links, links, rechtsklick, links, links, immer wieder. Und hast du ganz viele Wagen, die dann in der Schlaufe immer fahren. Und du wirst immer mehr Wagen, je nachdem, wie viele du halt hast. In meinem Fall könnte ich also schon 200 nehmen. Und das kann uns selber schon ganz schön schnell in die Knie zwingen. Da musst du gerade bei Creator-Servern mächtig drauf aufpassen. Weil da kann sich halt jeder unbeliebig viele Items einfach selber nehmen. Oh, schön. Ergo auch hier diese Minecarts. Ich persönlich mache es auf meinen Creator-Servern, wo jeder alle Rechte hat zum Bauen, wie er Lust hat. Mach es einfach so, dass ich die. Ich weiß gar nicht mehr, wie die fahre. Aber du kannst ja speichern, wie viele Objekte pro Block gespeichert werden dürfen. Oh, hier ändert es schon wieder. Na, verdammt. Dann geht es mit Blöcke weiter. Und diese wertet sich auf 0. Das heißt, wow. Kann es sein, dass der Server Probleme hat und wenn Spieler onkommen oder so? Oder ne? Ne, eben die Meldung da oben links, die ging ja gerade weg. Oh, sehr schön hier. Genau, und diesen Wert, wie viele Objekte pro Block gespeichert werden, habe ich halt auf 0. Was den Effekt hat, dass. Alter, warum schockiert das hier gerade so? Also diese Ruckler, die ab und zu kommen. Kenne ich ja so aus meinem Test gar nicht. Das hat den Effekt, dass zwar ein Spieler beliebig viele Minecarts setzen kann und die auch im Kreis fahren können. Und er damit den Server durchaus in die Knie zwingen kann. Sobald er den Server aber einmal in die Knie gezwungen hat und er dann, da, also dadurch alle Spieler die Verbindung verlieren, er auch, wird der Block, also wird dieser Chunk, auf dem er ja die ganzen Dinger platziert hat, halt als inaktiv markiert, dann geht es schon wieder zur Seite,
Und dementsprechend werden alle Loren gelöscht. Das heißt, er kann den Server zwar temporär schaden, indem er einmal dafür sorgt, dass alle Spieler die Verbindung verlieren. Aber das war's dann auch. So. Wenn man aber den Server nicht entsprechend konfiguriert, hallo, dann funktioniert das natürlich nicht. Sprich also, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Minecarts, also wie viele Objekte standardmäßig gespeichert werden. Ich glaube 64 pro Chunk. Das heißt, wenn man mit den Standardeinstellungen spielt vom Mindtest, heißt es, dass 64 Loren erhalten bleiben. Sprich also, sobald alle die Verbindung verloren haben, wird dieser Chunk halt als, ne, entladen. Und sobald dann aber wieder Spieler online kommen, sind sofort wieder 64 Loren da, die sich wieder im Kreis drehen und damit wieder den Server in die Knie zwingen. Und so weiter und so fort. Da muss man also schon ein bisschen aufpassen. Ein so großes Problem ist es, glaube ich, nicht, weil es funktioniert trotzdem immer nur so lange, wie ein Spieler in der Nähe wäre. Ja. Das heißt, das Einzige, was Problem wäre, ist, wenn jemand so eine Lagmaschine an einer Stelle bauen könnte, wo immer Spieler wären. Zum Beispiel am Spawn. Aber kann es sein, dass das jetzt gerade seitwärts laufen? Ja, wir laufen voll seitwärts. Ich wollte orientieren schon. Oh, ich habe komplette Orientierung verloren. Wo sind wir? Ja, scheiß mal drauf. Wir gehen mal zurück zum Spawn. Das hier ist verlorener Posten. Ja, aber es ist trotzdem etwas, was man gerade auf Kreativservern beachten sollte. Bedenken sollte. So. Ich würde jetzt gerne mal dieses Kack-Travel-Net-Center finden. Ist hier irgendwo ausgeschildert, wo das Ding ist? Travel-Center. Was zum Fick ist ein Travel-Center? Ich sehe nicht mal ein einziges Travel-Net. Mühle, TC. Müssen wir ja alle grünen Schilder abklappern. Burg am Hafen. Burg am Hafen. Ah, hier sind ja ein paar. Mal gucken, was hier drauf ist. Teil der Film, Halle, also, aber. Wenn ein Teleporter. Oh. Will ich das? Ich weiß ja nicht. Lieber nicht. Hier ist auch was. Wolfs und Hilfe. Achso, macht ihr so eine. Ah, vielleicht ist hier von einer. Denn Travel Net Things Monster. Post Office und. Nee, so. Schade. Ich dachte, einer von den vier könnte vielleicht das Travel Net Center sein. Das ja, unfortunately. Naja, wobei. Das sind ja eh keine Travel Nets, sondern sind ja Teleporter. Aber was zum Fick könnte denn ein Bereich sein, wo ein Travel Net Center sein könnte? Waschraum. Ja, hier sind gar keine Schilder. Okay. Aber. Nö. Travel Net Center. Wo bist du? Public Farm, Area Zeughaus, nö. Public Mine, dreimal die Public Mine. Ballon? Was für ein Ballon? Ach, das Ding hier. Schade. Ich hatte gehofft, dieses Schiff, was wir letztens gesehen haben. Aber man sieht also, man kommt hier. Warte kurz. Ah, wollte gerade sagen. Ich dachte schon, man muss jetzt hier sterben, aber eben, ja gut, Spawn geht natürlich auch. Warum haben die hier kein Teleporter zurück zum Spawn gehen platziert? Das wäre doch so einfach. So, wo ist der Spawn? Da ist der Spawn. Ach, guck mal, da gibt es ja noch mehr Teleporter. Wir hatten bloß die vier hier. Aber hier gibt es noch mal vier. Gehen wir da mal direkt hin. Oh, man kann ja gar nicht runterspringen. Das ist ja. Unfortunately. Spawn. Welche sind die, wir hatten? Wir hatten die hier, ne? Genau. Das heißt, uns fehlen die hier noch.
Beginner, Public Mina, schon wieder. Und die hier hinten, die vier, die fehlen uns noch. Tutorial. Travel Net. Ja klar, das letzte, natürlich. Ja, dieser Ort trotzt vor Travel Net. Guck mal die schiere Anzahl. Ich sehe vor lauter Travel Net die Bäume hinten gar nicht mehr. Oder das Haus hier. Wo zum Fick sind die Travel Net? Ach, die Mammel. Ah, guck mal, hier ist. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Ja, wir gehen mal Treppe runter. Sieht schön aus. Oh mein Gott. Oh, okay, ja, das sieht mir schon eher wie ein Travel Net Center aus. Die gibt sogar verschiedene Farben. Holy shit. Das ist ja süß. Gut, ich hatte irgendwie gehofft, dass es ein so ein Travel Net gibt mit Sehenswürdigkeiten. Ich meine, vielleicht gibt es jetzt sogar. Was? Oh. Eigentlich wollte ich gucken, was das hier für ein Dude ist. Das ist ein NPC oder was? Oh, es ist ein Händler. Oh, ein Händler. Oh, Grasblöcke. Hm. Interessant. Gut. Lalalala, Travel Center. Bitte nur ein Travel Net pro Person. Die Blöcke links und rechts. Aha, Vandalismus. Sind also alles die private Dinger. Verstehe. Die Frage ist natürlich, gibt es auch ein öffentliches Travelnet mit Sehenswürdigkeiten? Was ist das da hin, Alter? Das sieht ja schnieke aus. Oh, das ist gut designt. Das hier fällt mir. Ey, ich will durch. Schnieke. Da hinten nochmal das gleiche in Blau. Nice. Tja. Oh, hier sind diverse Teleporter. Okay, ich bin ein bisschen überfordert. Ich glaube, da sind wir doch besser dran, wenn wir einfach laufen. Aber was ist das für eine Sprache? Ist ja weder Deutsch noch Englisch. Die ist doch französisch rückwärts. Wow. Einfach mal 20 Kilometer teleportiert. Ja, moin. Wow. Ah, darunter ist Lava. Ah, verstehe. Hä? Wieso habe ich jetzt mein Stuff behalten? Lol. I guess. Hm. Gut, das heißt, Travel Center bringt uns auch nicht weiter. Schade eigentlich. Dann werden wir tatsächlich, auf die Gebäude da wohl niemals im Leben raufkommen, weil ich nicht mal wüsste, welches Travel Center da umhin führt. Von den zigtausend, die da unten rumstehen. Ich kann höchstens mal gucken, weil hier ist unter dem Ding direkt so ein Ding. Aber da habe ich sowas nie gesehen. Ich habe nirgendwo Teleporter gesehen, der uns da hochschicken könnte. Oh, da seht ihr irgendwas. Und ich bin einfach nur blind. Da ist eine komische Tür, ja, aber pff, sonst halt auch nichts. Leute, ich bin verwirrt. Oh. Aha. So ein Haus würde ich auch gerne bauen. Ein Haus aus lauter unknown Blöcken. What the fuck ist denn hier los? Well, bad luck. Probably you won't get out of here. Back to spawn. Aber gleich eine Lösung anzeigen. Das ist ja lieb. Hier sind... Ah, verstehe. Dieser Play-Detector-Block aktiviert hier die ganzen Blöcke, Dingsabums da. So wie wir hatten hier diese Ghost-Blöcke, wie die Dinger heißen. Davon sind hier ganz viele. Und solange ich mich in dem Gebiet hier von dem Ding behalte, lösen Dinge halt aus und ich fall halt rein.
Und wenn ich aber weit genug weggehe, pupp, geht das Ding aus und alle Blöcke werden wieder massiv. Lol, I guess. Könnte aber natürlich auch genau das Problem sein, weil genau das könnte man nämlich benutzen, um vielleicht doch rauszukommen. Ah, vielleicht auch nicht. Die Frage ist, wieso kann ich mich in den Blöcken... Wieso kann ich mich in den Blöcken bewegen, wenn die massiv wären? Was sind das für Blöcke? Leider kann man sie halt nicht anvisieren, solange wie sie nicht da sind, ne? Wer hätte es gedacht? Ha. Na gut. Witzige Konstruktion. Das heißt, dass es unbekannte Blöcke sind, ist definitiv Absicht. Aber können wir das schon mal festhalten? Ich will mal hier lang. Oh. Oh. Oh ja, hier bleibe ich. Hier fühle ich mich wohl. Achso, ja, ist doch sogar die öffentliche Mine. Haha, lol. Das ist ja schön designt. Oh. Runde Blöcke. Problem ist halt, ich meine, auf meinem Creator-Server habe ich ja auch diese CNC-Mod. Das Problem ist halt, du hast halt Schwierigkeiten, sowas zu benutzen, in dem Moment, dass, wow. In dem Moment, okay, da gibt es viele, viele neue Blöcke. Dadurch, dass halt alles so blöckig ist, also eckig ist, fällt es halt auf, wenn auf einmal irgendwas rund ist. Und genau dieses Auffallen, dieses dadurch in den Vordergrund schieben, ist teilweise ein ungewollter Effekt, den ich so nicht unbedingt mag. Sondern es sollte schon alles gleich aussehen. Hier ist dieses Alien-Zeug wieder. Ich hoffe mal. Genau, das ist dieses Alien-Zeug. Aber es gibt ja noch halt 10 Milliarden andere Sachen. GS, Saphir, Gems. Theorum. Alter. Wie viele Mods gibt es denn eigentlich, die irgendwelche Sachen hinzufügen? Man bräuchte echt mal so eine Mod, die so alle anderen Mods kombiniert. Wo du einfach alle mal mit Materialien, die es so in der Mindtest-Welt gibt, also im Mindtest-Universum, also so alle Mods, die es halt so für Mindtest gibt, so zusammenfasst, als eine Mega-Mod, die also alle Materialien einmal hinzufügt. Und dann weiß ich, aus ihrem Material auch die Sachen macht, die man aus den Sachen machen kann. Also jetzt nicht alles, aber zum Beispiel, ne, wenn man aus dieses Alien-Zeug kann man jetzt zum Beispiel Schwerter machen und Rüstung. Sowas dann halt auch quasi auch gleich mit, ne? Ich weiß nicht, aus dem Gem kann man wahrscheinlich auch Rüstung machen und so. Ich kann mal gucken, was es hier so alles für Rüstung gibt. Viele. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Oh. Nett. Hier haben wir das Alien-Zeug. Ach du. Kaputt. Also ich meine, ich finde es ja schon schwierig. Ja, eigentlich. Letztendlich ist das genauso unmöglich wie das hier. Ich meine, was? Hosen aus Diamanten. Ich meine, es gibt ja quasi nichts, was sich weniger bewegen lässt. Das heißt, du könntest ja nur noch so rumschweben. Weil du könntest ja nicht mal die Beine bewegen, weil ist ja ein Kristall, so der ist ja unbeweglich. So, da kannst du ja nicht viel machen. Was ist wow. Das ist aber schön. Sky High. Oh mein Gott. Cloud. Oh. Aha. Ah, da haben wir nochmal Rubin und Saphir. Aber hier schon mal, ne? Das ist halt das nächste, wenn Sachen durch mehrere Mods parallel hinzugefügt werden. Das habe ich ja selbst auf meinem Creative Server, dass ich habe, glaube Marmor gibt es in 2 verschiedenen Arten. Einmal von der Moors Mod. Einmal von der Home Decors Mod und einmal von der Technik Mod. Die beiden Mods fügen wohl beide irgendwie Marmor hinzu. Deswegen gibt es auf meinem Server auch 2x verschiedenes Marmor. Und hier ist natürlich das Gleiche, ne? Du hast hier einmal Armor Add-ons
Und dann hast du hier noch was anderes. GS Ruby. Na, die beiden Mods fügen beide Male sowas hinzu. Nett, nett. Dragon. Oh. Obsidian. Hey, 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 hey. Ein Haufen Zeug, ey. Oh, da kannst du. Was? Oh mein Gott, was zur Hölle ist das denn bitte? Oh, das macht mir aber Angst. Ach du Scheiße. Cool, sowas will ich haben. Das gefällt mir. Das hier oder das? Eins von den beiden will ich haben. Oh mein Gott. Aber ich sehe zumindest, es gibt auf diesem Server erschreckend wenig Monster. Das gefällt mir. Zumindest haben wir bisher weder jetzt hier, ich meine, ich stand das hier eine Weile rum, noch bei uns, also auf der Oberwelt, da in der Nacht, irgendwelche Monster gesehen. Sondern eigentlich nur immer NPCs. Naja, das auf jeden Fall erstmal für die Folge und dann sehen wir uns zur nächsten Folge in der Höhle denn dann wieder. Bis dann.